Heute erkläre ich euch, wie man richtig eine Kommunikationsanalyse schreibt. Zunächst einmal ist eine Kommunikationsanalyse dazu da, ein Gespräch an sich zu analysieren, aber auch die äußeren Umstände und die Handlungen mit einzubringen. Eine Analyse hat folgenden Aufbau: Einleitung, einschließlich Handlungsproblem, eine sehr kurze Zusammenfassung des Inhalts, eine Interpretationshypothese, der Hauptteil, wobei man dort hauptsächlich sprachliche Mittel analysiert, und der Schluss, der einen Rückbezug zum Text herstellt, aber auch einen Ausblick, Wertung und eine Einordnung enthält. Beim Schreiben des Einleitungssatzes muss man sich an den Tatsatz orientieren. Er muss nämlich den Titel, den Autor, die Textart, das Thema, in diesem Fall das Handlungsproblem, und die Zeit enthalten. Die Zusammenfassung des Inhalts sollte sehr kurz gehalten werden und nur ca. 1 bis 2 Sätze umfassen. Die Interpretationshypothese soll kurz deine eigene These zum Text widerspiegeln. Als Beispiel: Die Beziehung der Ehepartner in dieser Kurzgeschichte kann als komplementär angesehen werden. Die Interpretationshypothese soll später im Hauptteil analysiert werden. Im Hauptteil muss man 4 Gesprächsaspekte beachten. Einmal den Gesprächstyp. Das könnte zum Beispiel, handelt sich um den Gespräch über ein Überzeugungsgespräch, ein Überredungsgespräch oder ein Konfliktgespräch. Ist es ein vertrautes Gespräch? Dann auch die Gesprächsstruktur muss man dabei beachten. Also wer beginnt und wer endet das Gespräch? Ist es eine argumentative Linie? Wechselt der Sprecher oder spricht immer nur einer? Und handelt es sich um einen Erfolg oder einen Misserfolg? Auch die Gesprächssituation müsst ihr mit einbeziehen. Das heißt die Personenanzahl und die Rollenkonstellation, Kontext der Situation und die Einschätzung der Situation bzw. der Rollenkonstellation. Zum Gesprächsverhalten gehört die Sprechhandlung, die Sprechakte, also fragt immer jemand nur und der andere antwortet oder fragen beide. Dann auch die Sprechhaltung, erzählt immer jemand nur rational oder emotional. Und auch die Sprachebene und die sprecherischen Mittel sind sehr wichtig. Dazu gehören Pausen, Lautstärke und so weiter. Ganz wichtig ist auch, dass alles, was ihr aufzählt, dass ihr es unbedingt belegt, damit man der Leser das auch nachvollziehen kann. Der Schluss sollte ein Rückzug zur Interpretationshypothese sein. Hat sie sich bestätigt oder müsst ihr noch was ergänzen? Auch ein Ausblick auf die Beziehung der Gesprächspartner sollte man umgehend schreiben, sowie die Wertung des Geschehens und wenn möglich auch eine Einordnung in den Gesamtzusammenhang. Anders als beim Hauptteil müsst ihr hier eure Aussagen nicht belegen. Danke fürs Zuhören und gutes Gelingen beim Schreiben.